Landwirtschaft als System denken, eine Lösung für alle, habe ich mal so ein bisschen provokativ mit Ausrufungszeichen, Fragezeichen hingestellt. Jetzt hat der Timo mir natürlich schon eine ordentliche Steilvorlage gegeben, weil ich habe mal so ein bisschen mitgezählt, der Begriff System kam schon mindestens 20 Mal vor in dem Vortrag. Und ihr habt auch schon erlebt, wie vielseitig die Betrachtungsweise eben war, dass es praktisch mit der Pflanze losging, dann mit den Behandlungsmaßnahmen und mit der Technik. Und so ähnlich denken wir auch, dass es sein müsste. Wer sind wir, wo kommen wir her? Ich komme jetzt aus dem Rheinland und wir haben aber auch noch eine Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt. Und wir sind eigentlich mal ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen, danach ein klassischer Landhandel mit Saatgutproduktion und haben uns jetzt aus dem klassischen Landhandel herausentwickelt, Saatgutproduktion aufgebaut, weiterentwickelt. Sage ich gleich auch nochmal einen Satz dazu, was da unsere Philosophie ist. Und haben jetzt ein Versuchswesen installiert, was so dreistufig ist. Und das hat sich aus der Historie heraus ergeben, weil wir einfach vor 20 Jahren irgendwo da standen und nicht mehr weiterkamen mit den normalen Fragen, die von den Landwirten kamen und den Antworten, die wir aus einfaktoriellen Versuchen hatten. So, das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, auf zwei Standorten zu prüfen. Und haben aber auch die Möglichkeit, über diese On-Farm-Kunden, die wir dort haben, bestimmte Ideen nochmal in die Betriebe zu implementieren und immer mindestens zwei und dann zu sagen, so, wie ist es bei euch gelaufen? Das wird dann im Winter diskutiert mit allen und dann wird geguckt, kann man das vielleicht einem Landwirt, der ein ähnliches Bewirtschaftungssystem führt, kann man das empfehlen? Das ist so der Gedanke, der Ansatz. Mittlerweile sind es über 35 Hektar, ein Ökofeld in auf dem Standort Üblingen ist mit noch dazugekommen. Also es wird schon sportlich, was das Versuchswesen angeht. Jetzt kann man sich ja fragen, ja, Landhandelsunternehmen, warum macht ihr denn das? Wir hatten eigentlich schon immer den Anspruch, so ein bisschen Unabhängigkeit zu haben. Wir haben gestern Abend schon mal diskutiert, so ganz unabhängig kann man als Berater auch nie sein, weil irgendwo müssen ja die Kröten verdient werden. Und das ist natürlich immer, hat es einen Touch von etwas Abhängigkeit. Aber wir versuchen es einfach so unabhängig wie möglich zu machen, weil mich damals schon, ich sag's mal so in der Deutlichkeit, die Industrieversuche vom Pflanzenschutz eigentlich nicht befriedigt haben. Ich hätte auch ein unnetteres Wort nehmen können. Und ich gesagt habe, das muss irgendwie weitergehen, weil ich komme ja aus dem Bereich, wo wir über Systeme nachgedacht haben und wo wir Systeme versucht haben zu verwirklichen. Also das ist unser Ziel. Alle Ergebnisse und Erkenntnisse sollen der Förderung des Betriebserfolges dienen. Der Betriebserfolg kann natürlich ökonomisch sein. Der Betriebserfolg sollte aber aus unserer Sicht auch immer biologisch sein, damit es auch nachhaltig ist. Und das ist so der Ansatz, den wir haben. Und ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht. Ich hatte immer so die fixe Idee im Kopf, wir brauchen eigentlich ein Siliziumprodukt, was wir nicht auflegen auf die Pflanze und die Pflanze so ein bisschen von außen schützen, sondern wir brauchen ein Siliziumprodukt, was reingeht in jede Zelle, damit wir die Pflanze von innen stabilisieren können und wir im Prinzip jede Zelle schützen können, damit da die Abwehrkräfte, die Abwehrmechanismen, die natürlichen, die die Pflanze ja sowieso hat, einfach mit gefördert und unterstützt werden. Aufgefallen ist mir das immer, dass wir Kunden hatten auf Standorten hoher Siliziumgehalt, in der Pflanze kommt nichts an. So. Das hat uns dann stutzig gemacht und dann haben wir gesagt, also irgendwie müssen wir da einen Weg finden. Wie machen wir das denn? Also wir geben ein Produkt, was so kreiert worden ist, erstmal in Auftragsversuche, damit es eben unabhängig untersucht wird. Wenn da was rauskommt, dann gehen wir bei uns in die betriebliche Anwendungsversuche rein. Diese Anwendungsversuche, sage ich nachher auch nochmal einen Satz dazu, sind in der Regel mit Großtechnik. Das heißt, wir brauchen viel Platz. Wir wollen so nah wie möglich an dem dran sein, wie der Landwirt es auch macht. Wenn ich so einen Kaminversuch habe mit 1,50 Meter breiten Parzellen, dann sind die noch in Hauptwindrichtung ausgerichtet, geht der Winter durch, wird auch nichts krank, selbst wenn ich nichts gemacht habe. Ja, also das kann es nicht sein. Das ist ja beim Landwirt ganz anders. Also müssen wir nah ran. Hat das geklappt? Dann, wie eben schon angedeutet, gehen wir in die On-Farm-Versuche, mindestens zwei auf sehr unterschiedlichen Standorten. Die probieren das aus, haben sie gerichtete Ergebnisse, sind alle 15 Betriebe der Meinung, ja, das kann man machen, das werden wir im nächsten Jahr auch ausprobieren, dann gehen wir in die Empfehlung. Das ist so der Werdegang und das muss dann in der ganzheitlichen Betrachtung auch in das Betriebskonzept einfach reinpassen.
Ja, also wenn einer, ich sag mal, sowieso schon sehr stark mit Zeolith arbeitet oder mit Biolith, dann ist die Frage, brauche ich jetzt noch ein zusätzliches Siliziumprodukt, was eben in die Pflanze reingeht? Ich würde die Frage jetzt aus Herstellersicht natürlich mit Ja beantworten. Ja, macht aber keinen Sinn, wenn ich so berate. Weil dann ist das ein Geschäft und der Landwirt sagt sich dann irgendwann, das war aber auch ein bisschen komisch, das machen wir nicht wieder. Das ist aber nicht unser Ziel. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, und das fordern eigentlich immer die Betriebe als erstes, die so gerade anfangen, die sich so gerade reintrauen, die sagen, ja, ist das denn auch wirtschaftlich, wenn ich das jetzt mache? Oder gehe ich da in ein hohes Risiko, dass ich es vielleicht hinterher bereue? Und dann kommt immer die These, dass wir sagen, nein, ausprobieren auf kleiner Fläche, nicht gleich im großen Maßstab machen, sondern ausprobieren auf kleiner Fläche, wir begleiten dich dabei. So ist also ein Produkt entstanden, das uns die Wachstumsregler vergessen lässt in konventionellen Betrieben, das uns den Fungizideinsatz in konventionellen Betrieben schon deutlich reduzieren lässt. Wir kommen aber gleich noch zu Punkten, wie es vielleicht noch ein bisschen besser geht. So, und dann haben wir den guten Justus von Liebig, und jeder assoziiert damit, aha, die Tonne, das Minimum. Ja, das ist aber nicht, das ist zu einfach, das ist nicht Justus von Liebig, sondern der hat indirekt auch schon von Systemwirkung gesprochen, indem er gesagt hat, wir müssen auch auf die ewige Dauer und Wiederkehr dieser höchsten Erträge achten, dass es kein Hotspot wird. So, und dann haben wir noch den André Fossin, der meiner Meinung nach mindestens genauso intelligent war wie Justus von Liebig, aber viel zu früh verstorben ist, der im Prinzip, ja, in dem Satz steckt eigentlich das Wort Mikrobiom drin. Man hat es damals nur noch nicht so ganz genau gegriffen. Und wieso nehme ich diese älteren Herrschaften hier mit rein in den Vortrag? Wir vergessen die alte Literatur. Die alte Literatur sagt uns nämlich schon sehr viel. Sie drückt es manchmal vielleicht etwas umständlicher aus, weil die Hilfsmittel auch nicht da waren. Aber die Beobachtungsgabe, das war eine Fähigkeit, die die hatten, die bei uns heutzutage keiner mehr erreicht. Das heißt, wenn dort was bonitiert wurde, beschrieben wurde, dann war das in der Regel besser als das, was wir heute noch in der Lage sind. Wir verlassen uns dann auf die Fotografie und werten das Foto aus, und das hat auch seine Qualität, aber das ist eine andere Dimension. Der Bauer hat früher viel mehr beobachtet. Ja, und dann kommen wir mit einem kleinen Schwenk zu dem hin, was der ein oder andere vielleicht schon mal in einem anderen Vortrag gesehen hat. Und das ist so ein bisschen das Problem, der Dilemma, vor dem wir stehen, vor dem wir vielleicht auch vor 30 Jahren schon gestanden haben, ohne es genau zu wissen. Wir bringen die Nährstoffe nicht mehr in die Pflanzen. Das heißt, wir bringen zwar Masse vom Acker, aber keine Klasse mehr. Und deswegen haben sich diese ernährungsspezifischen Krankheiten auch in den letzten Jahren so explosionsartig vermehrt. Das ist sozusagen das Grundgerüst. Kriegsgenerationen, die über 90 Jahre alt geworden sind, die kannten keine Nahrungsergänzungsmittel. Die kannten aber eine ausgewogene Ernährung, die nicht fleischlastig war, sondern Gemüse- und Obstlastig, und wo eben immer eine Portion Getreide mit dabei war. Und wenn wir uns das Getreide von innen angucken, das hat eine Wertigkeit an Mineralstoffen und an Mikronährstoffen. Das ist genial. Ich mache das deswegen so lange auf, dass wir uns das bewusst werden. Wir haben bei uns in der Saatgutproduktion nur noch einen Betrieb, der nicht nährstoffbalanciert düngt. Der bringt auch gute Kulturen hervor, auch gute Keimfähigkeiten. Aber wenn ich das Korn untersuche auf die Inhaltsstoffe, es sind wenig Mineralstoffe drin. Es ist viel Endosperm und es ist weniger in der Erlauerungsschicht, als normalerweise gebildet werden kann. Und da müssen wir hin, weil wir, wenn wir das schaffen, dass wir das wieder reinkriegen in die Pflanze, dann wissen wir es auch, dass wir es im Boden im richtigen Maß haben und dass wir eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und da gibt es auch schöne Beispiele, die schon in den 50er, 60er Jahren kreiert worden sind. Ja, dasselbe Kaninchen, dieselbe Genetik und der Merkmalsprägung sind nicht die Gene, sondern es ist der Standort. Und das ist wie die Art und Weise, wie dort an dem Standort gedüngt worden ist. Das war natürlich nicht im Sinne der Kali- und Salz AG und der Thomasdüngerindustrie. Ein einfaches Beispiel, auch schon steinalt. Wir nehmen hier die Luzerne
und geben etwas Schwefel in der Nährlösung in unterschiedlichen Konzentrationen drauf. Und sehen, wir haben hier bei der Hälfte der Konzentration den maximal höchsten Anstieg an Methionin in der Luzerne. Und das Universalgesetz der Natur, das wird nicht abschaffbar sein. Das wird es immer geben. Jedes Übermaß ist schädlich, zu viel oder zu wenig bringt Schaden. Das haben die damals schon erkannt. Und das war nicht unbedingt der Freund der Düngerindustrie. Weil damals war man noch in der Phase, dass man um jeden Preis aufdüngen wollte, weil man ja aus dem Krieg herauskam, man kam aus dem Defizit und jetzt müssen wir aber uns ordentlich aufstellen und entwickeln. So, was uns nicht weiterbringt, habe ich glaube ich schon gesagt. Unbehandelt zu behandeln, das macht kein Landwirt. Er hat ein System und er guckt, mit welchen Maßnahmen kann ich jetzt mein System verbessern. Ja, Kontrolle zu Produkt, das ist das, was ich eben auch schon angesprochen habe. Pflanzenschutzmittel testen, ja. Aber welcher Landwirt lässt seine Kultur denn komplett alleine? Macht er auch nicht. Und Systemveränderung einjährig betrachten. Ich erinnere an 30 Jahre zurück, die Diskussion konventionell, Direktsaat, Mulchsaat. Wurde ein normales Feld genommen, da wurde weitergeackert, Mulchsaat gemacht, Direktsaat gemacht. Was kam raus? Das Normale, was man weitergemacht hat, war jetzt das Beste. Also hat man das andere gelassen, weil man dem System keine Zeit gegeben hat, sich zu entwickeln. Und das ist auch in vielen Fällen das Problem derer, die mit Direktsaat anfangen wollen. Sie fangen an der falschen Stelle an. Und dann, und das hat der Timo eben auch schon angedeutet, was uns nicht weiterbringt, ist Analysen zu unterlassen, es nicht zu tun. Wenn wir die Möglichkeit haben, etwas zu untersuchen, um einen höheren Erkenntnisgewinn zu bekommen, dann sollten wir es bitte gefälligst auch tun. Und das auch vegetationsbegleitend und das auch ernteproduktspezifisch, dass ich auch gucken kann, was ist qualitativ denn hinten rausgekommen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da habe ich noch ein bisschen Herzblut zu vergießen. Das habe ich noch nicht so richtig drin in den Köpfen der Leute. Und es ist auch nicht so immer so ganz angenehm, das dann nach der Ernte auch noch machen zu müssen. Aber das ist notwendig, damit wir die richtigen Schlussfolgerungen fürs System ziehen. Wir haben mal angefangen zum Zeitpunkt der Wende mit Beipflanzen, Maisanbau mit Beipflanzen. Da hat es erstmal eine große Diskussion gegeben, ob man das denn so sagen kann oder ob man nicht Unkraut sagen muss. Ja? So, also philosophische Betrachtung. Ich als Praktiker sage, ist mir eigentlich wurscht. Ja, ist mir absolut wurscht. So, interessant ist, was kommt raus. Das ist das, was ich möchte. Hier hat man ein Anbauziel definiert. So könnte es jeder Betriebsleiter machen. Mein Ziel ist, den Punkt, den Punkt, den Punkt will ich erfüllen. Hier in dem Fall war es mal nur Erosionsschutz, Nitratgehalt, Unkrautregulierung ohne Herbizideinsatz, Vornutzung der Beipflanzung, ja oder nein, und Ertrag. Natürlich wollen wir ein bisschen was ernten. Nutzt ja nichts. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und dann haben wir gesagt, so, wir gucken uns das mal an, wie die Systeme da reagieren. Und das ist fast eine Verdoppelung des Systemeffektes, der da passiert ist. Das war eine mühselige Arbeit. Damals gab es noch kein Excel und man konnte da verrechnen, war auch etwas schwieriger. Das Hochschulrechenzentrum hatte nicht alle Voraussetzungen, die wir da vielleicht für gebraucht hätten für die Verrechnung. Aber wir sind dann weitergegangen und haben ein paar Jahre später noch dem Bock die Krone aufgesetzt, kann man sagen. Wir haben gesagt, so, wir müssen ganzheitlich betrachten, wir müssen alle Faktoren nehmen, die wir kriegen können und bewerten können. Teilweise mit messbaren Zahlen, teilweise aber auch nur mit Bonitur-Möglichkeiten, teilweise mit Geldwert. Und das ist dann eine ganz einfache Geschichte. Wir haben einen Input, Reduktion von beispielsweise Zwischenfruchtbestellung oder Zwischenfruchtsaatgut. Wir haben einen Output, Verbesserung von. Ist ganz wurscht, wie viele Merkmale ich da reingebe. Ich muss nur dividieren und dann nachher teilen. Dann kriege ich einen Faktor raus, hier unten. So, ist der Faktor über 1, habe ich System verbessert. Ist der Faktor unter 1, habe ich System verschlechtert.
Das ist jetzt mal eine Menge an Zahlen, was man normalerweise nicht machen sollte auf eine Folie. Aber zur schnellen Verdeutlichung habe ich es mal visualisiert. Ich habe unten die Legende abgeschnitten, da stehen nämlich noch ganz viele Sachen, was unter hoch und niedrig bei der Verseuchung zu verstehen ist. In dem Falle handelt es sich hier um heteroderer Schacht.de. Wie die Nichtwände, Wände, Bodenbearbeitung gemacht wird, was da für Pflanzenschutzmittel eingesetzt worden sind und, und. Also das sind diese berühmten 13.000 Parzellen, wo ein Job damals im Hochschulrechenzentrum abends abgeschickt bis einen anderen Morgen gebraucht hat. Und wenn du dann am anderen Morgen drei Zettel gesehen hast in deinem Fach, wusstest du, scheiße, falsch programmiert, dasselbe nochmal. Ja, aber irgendwann hat es geklappt. Und das ist sozusagen ein Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, ein ganz interessantes Ergebnis. Wir haben also die Bewirtschaftungssysteme laufen gelassen und wir haben die Nachwirkungen untersucht. Und das nach 20 Jahren, also das ist schon ein relativ stabiles System gewesen. Und hier ist es einfach so, das kann man sich sehr schnell vorstellen, wo ist mein roter Punkt? Da. Der schwarze Punkt ist die Rotationsleistung mit entsprechenden Abweichungen. Der offene Punkt ist die Nachwirkung gewesen. Und wenn ich hier sehe, ein System damals schon, was bestimmt den technischen Voraussetzungen von heute noch nicht entsprach, nicht wendend in einer dreifeldrigen Fruchtfolge, stabil geblieben, wendend, zwar im ersten Moment etwas höher, aber abgefallen, als ein Beispiel. Das heißt, das System hat sehr stark reagiert. In einem anderen Fall war das System eigentlich vorher schon stabil. Und jetzt ist dann hinterher die monetäre Betrachtung, was ist wichtiger, der einmal hohe Ertrag mit relativ viel Aufwand, weil Fliegen kostet ja auch Geld, oder die Stabilität einer nicht wendenden Bodenbearbeitung. Das waren dann so die Vorläufer und die Voraussetzungen für das, was wir dann so gemacht haben als Betrieb. Weil im Grunde genommen, ja, 20 Jahre tat sich nichts. Die Systemuntersuchungen sind dann irgendwann in den Kellern verschwunden, weil es eben teilweise nicht industriekonform war. Das Ziel, was aber dahinter steckt oder was bei jedem Landwirt eigentlich dahinter stecken sollte, ist hier dieser theoretische und visualisierte Ansatz, wo wir uns sehen, ein tragfähiges Produktionssystem. Das brauchen wir. Und wir brauchen eben nicht den maximalen Betriebsmitteleinsatz, so wie hier, sondern wir brauchen den minimalen Betriebsmitteleinsatz und können das eigentlich nur erreichen, wenn wir die Bodenqualität verbessern. Die innere Qualität, die chemische, die physikalische und die biologische. Und wie das geht, das sehen wir hier. Wir kommen gleich nochmal auf das Feld zurück. Es dauert. Das ist schon mal die Message. Ihr müsst schon durchhalten, wenn ihr wollt. Das ist für manche eben schwierig. Hier sind jetzt 5 Jahre hintereinander aufgetragen. Hier sieht man einfach mal, das ist, sind Albrecht-Kinsey-Untersuchungen, wie sich der pH-Wert verändert. Wir kommen also hier aus einem übelsten Calcium-Überschuss heraus. Das ist Vorharzboden. Da gab es schon immer Zuckerrüben und man hat ja immer gesagt, zu den Zuckerrüben muss man ordentlich kalken und immer drauf. Ja, und wenn 2 Tonnen gefordert waren, dann haben die Lohnunternehmer gesagt, naja, weniger als 4 können wir aber nicht streuen. Und dann hat man gesagt, ach, ja, hilft viel, wird schon. Ja? Und hat den Boden im Prinzip komplett auseinandergefahren. Dadurch war dann natürlich Magnesium immer zu knapp. Jetzt sind wir schon hier auf einem guten Weg, noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber was sich zeigt, wenn ich die Bodenchemie verändere und die Bearbeitung ein bisschen zurückfahre, genau das Gleiche, was der Timo eben auch schon angedeutet hat. Und was sich zeigt hier unten in den Nährstoffen, die Fließgleichgewichte werden besser. Hier ist das alles viel zu schnell. Ein großer Niederschlag und das, was ich eigentlich für die Pflanzen brauche, ist unten im Grundwasser angekommen, was wir nicht wollen. Nachlieferung hat sich auch verbessert. Nicht statistisch abgesichert, aber zumindest andeutungsweise. Das Ganze steht unter dem Hintergedanken, wie können wir als Betrieb da was draus machen? Wir sind nicht konventionell, wir sind nicht regenerativ, wir sind nicht ökologisch, wir sind nicht aufbauend. Wir sind einfach Evolution. Wir sagen, wir entwickeln uns weiter. Und um das zu erreichen, müssen diese 3 Pfeiler erstmal angegangen werden.
Wir brauchen die minimale Bodenstörung, nicht Bodenbearbeitung, Bodenstörung. Ja, die GKB sagt Bodenbearbeitung, das ist ein Unterschied. Wir brauchen die maximale Bodenbedeckung, wir brauchen die diverse Fruchtfolgegestaltung. Das alles, was unsere Vorfahren gefunden haben, erfolgreich machen. Und dann kommt was dabei raus. Das ist jetzt ein bisschen schön gemacht. Ja, aber das soll auch eindrücklich sein. Und der Timo hat schon die Analyse angesprochen. Er hat schon was von Übervitalisierung gesagt. All diese Elemente gehören in das System. Und da darf kein Element weggelassen werden. Wie ich das ausgestalte auf meinem Betrieb, das ist dann die hohe Kunst des Betriebsleiters, wo wir versuchen, ihn an der einen oder anderen Stelle zu unterstützen. Wir sagen einfach Änderung und Weiterentwicklung. Das ist wichtig. Das muss passieren. Und nicht das, ohne das Wort schlecht machen zu wollen. Ich komme von ganz da unten und will eigentlich wieder auf das normale Niveau. Ich sage, ich bewerte das nicht, wo der Einzelne steht. Ich versuche nur, mit ihm irgendwas weiterzuentwickeln. Und da müssen wir anfangen. Da haben wir ein paar Jahre für gebraucht, bis wir das begriffen haben. Weil der eine Landwirt hat gesagt, oh ja, mit den Zwischenfrüchten, das ist klasse, das mache ich mal. Ne? Der nächste sagt, boah, Direktsaatmaschine, kein Problem, bevor ich dem Staat Steuergelder gebe, kaufe ich mal meine Direktsaatmaschine. Ja? Hat nicht funktioniert. Aber ich kann euch allen sagen, am Anfang die Bodenanalyse und es entwickelt sich was. In ganz unterschiedlicher Ausprägung, je nachdem, wie ich es mache. Deswegen fangen wir immer mit der Analyse an. Es macht keinen Sinn, eine systemische Beratung zu machen, ohne Grunddaten zu haben. Und das wissen wir ja schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo es drauf ankommt bei der Bodenuntersuchung, nämlich auf die Kationbalance. Das ist damals schon erforscht worden, das ist mittlerweile hier, die Quelle ist Australien, das ist der Standard. Ja, die wissen das. Bei uns wird immer noch erzählt, das hat alles nichts zu bedeuten und macht mal schön weiter die Luferprobe und alles ist gut. Das bringt uns keinen Schritt weiter. Also, wir brauchen diese Kationenbalance. Und einfache These, was du nicht managst, was du nicht messen, misst, das kannst du auch nicht managen. So muss man sagen. Und wir brauchen alle Nährelemente. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Die DLL Jena, die hat da in dem Bereich, in dieser Grundlagenforschung immer einen guten Job gemacht. Und die haben einfach mal Gefäßversuche mit Maispflanzen gemacht. Jetzt kann man sagen, Gefäßversuche, ist ja nicht die landwirtschaftliche Praxis. Aber wenn ich die Gefäße nach draußen stelle, dann kommen wir schon der Sache ein bisschen näher. Aber ich kann es gut untersuchen. Und man hat gesagt, so, wenn das alles so stimmt, dann versuchen wir mal eine, wo ist er, jetzt will er nicht, egal, totale Nährstoffbalance oder einen extremen Mangel. Was macht die Maispflanze? Und die Maispflanze ist da sehr dankbar. Als C4-Pflanze ist sie sowieso etwas leistungsfähiger als die C3-Pflanzen. Also hat man festgestellt, okay, um 100 Doppelzentner Körner zu produzieren, brauchen wir 330 Liter Wasser aus Boden und Niederschlag. Oder es kann bedeuten, wenn das denn vorhanden ist, die Wassermenge, dass die Pflanze 700 Liter verbraucht, um denselben Ertrag hinzustellen. Was ist das jetzt als Ableitung für die Praxis? Wir nehmen einfach mal an, in der Praxis, ich habe einen Standort, habe übers Jahr 400 mm Wasser zur Verfügung, Boden inklusive Niederschlag. Dann wären das 121 Doppelzentner, wenn alles gut läuft. Oder eben nur weniger als die Hälfte, eben 57. Und das ist genau das, was wir draußen beobachten. Die Jahre können sein, wie sie wollen. Die Maiserträge von Betrieb zu Betrieb sind sehr volatil. Der eine sagt, boah, ich habe gut geerntet. Der andere sagt, kann doch gar nicht sein, war doch ein schlechtes Maisjahr. Passt nicht. Das ist aber das, was die Pflanze dann zeigt, diese Extreme. Und deswegen ist das so wichtig, aus meiner Sicht, dass wir genau da anfangen. Den Boden erstmal analysieren mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und das kann auch das Rad sein, was der Timo eben gezeigt hat. Aber analysiert es, untersucht es. Es lohnt sich. Denn die auslösenden Elemente, Bodenchemie, Bodenphysik, Bodenbiologie, da sind Schnittmengen dazwischen. Und das ist fließend, der Übergang. Ja, es ist ganz einfach. Habe ich zu wenig Magnesium im Boden und ich gucke mir eine Kuhweide an, wo die rein und rauslaufen, da ist das alles matschig, schmierig, bratschig.
habe ich zu viel Magnesium im Boden, dann habe ich nachher, wenn es trocken wird, so eine Risse im Boden, was man früher immer sagte, kann man kleine Kinder drin verstecken, dann ist der Boden einfach nur fest. Und da kann die Biologie nicht aktiv werden. Somit haben wir indirekt über diesen Weg die Mikroorganismen aufgebaut. Ganz einfache Sache. Und am Ende den gesamten Boden. Das machen wir über diese Methode. Wer dann mehr zu wissen will, kann gerne auf mich zukommen oder auf den Timo, der macht es ja auch. Und wir bieten auch Webinare dazu an, hatten wir gerade wieder eins. Also das ist nicht schwer, das ist einfach umzusetzen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, der Urs ist ja auch hier. Wir versuchen, dem Landwirt auch der Arbeit abzunehmen, weil ich habe nämlich folgende Situation. Der Landwirt ruft mich an, sagt, hör mal, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Müssen wir mal drüber reden. Ich sage, hast du die Bodenprobe? Nee, ja, die ist zu Hause im Regal, im Schrank abgeheftet. Gucke ich heute Abend mal rein. Abends wird es spät, nächsten Tag hat man wieder nicht nachgeguckt. Also haben wir gesagt, können wir die Bodenprobe denn nicht mit auf den Acker nehmen? Wäre doch schön im Zeitalter von Apps. Also, App kreiert, Bodenprobe habe ich mit auf dem Acker. Der Trecker fährt sowieso von einem Vorgewende zum anderen, mittlerweile von alleine. Also kann ich da auch mal reingucken. Ja, und dann kriege ich eine Information, beispielsweise ich kriege einen Maßnahmenkatalog, was vielleicht jetzt gut wäre zu tun in der Vegetation. Da haben wir dann so eine kleine KI-Training mit drin. Das heißt, je mehr Bodenproben da reinkommen und Automatismen sich immer wiederholen, umso eher weiß die KI, was jetzt für den Boden gut ist. Aber nicht ohne Kontrolle. Ja, die Endkontrolle machen wir immer noch selber. Und das ist im Prinzip dann der Weg, ganz auf die Schnelle, ist aber heute nicht unser Thema. Nennt sich Soil Diagnostics App, kann sich jeder runterladen, ist kostenfrei. Es ist einfach wichtig, dass wir da einfach ein Stück weiterkommen, dass auch größere Betriebe das umsetzen, weil dahinter steckt für uns immer nur die Albrecht-Kinsey-Bodenprobe. Das ist für uns das Maß der Dinge, weil es einfach der Mehrwert ist gegenüber dem klassischen LUFA-Standard, den wir im Moment noch haben. Ich sag's, bei LUFA ist es so, die haben ja jetzt 70 Jahre gefeiert, die Bodenprobe. Damals hatten wir halb so hohe Erträge. Und wer fährt denn noch, außer zum Oldtimer-Treffen, mit einem 70 Jahre alten Lanz Bulldog über den Acker? Macht doch keiner. Also lass uns da doch auch ein bisschen innovativ sein. Und ich freue mich über jeden Betrieb, der das annimmt. Und gerade die ökologischen Betriebe, die so viel zu tun haben, weil sie ja in der Regel rund arbeiten, also mit Vieh, also von morgens bis abends und 7 Tage die Woche. Für die ist das so eine enorme Erleichterung, dass ich dann einfach mal da drauf gucke und sage, so, was ist hier los? Aber das ist der erste wichtigste Schritt. Wie es dann weitergeht, kann ich jetzt eigentlich nur noch im Schnelldurchlauf zeigen. Dafür reicht die Zeit gar nicht aus. Ich habe aber hier eine Sache gemacht. Deckel drauf, Düngeverordnung finde ich gar nicht schlecht, weil wir haben in den letzten 15 Jahren die Erkenntnis gewonnen, wir brauchen auch nicht mehr, wir brauchen eher noch weniger. Also lass uns Deckel drauf machen, dann ist es schon mal wenigstens ein positiver Effekt für die Umwelt. Aber bei der ganzheitlichen Düngung kommt mir der Kohlenstoff zu kurz. Der gehört eigentlich dazu. Ja, wenn ich mir das angucke hier, hoppla, bin ich zu schnell. Moment, komme ich zurück? Nee, doch hier. Hier komme ich zurück. So, wenn ich mir das angucke hier, was ist denn das wichtigste Element organischer Moleküle? Das ist der Kohlenstoff. Nicht nur im Boden, auch in der Pflanze. Und worüber reden wir? Tag ein, Tag aus, über Stickstoff. Haben wir den Kohlenstoff im Griff, beziehungsweise angereichert, läuft das mit dem Stickstoff fast von alleine. Deswegen müssen wir auch dann in dem Zusammenhang immer fragen, ja, Nährstoffe hin, Nährstoffe her, wir brauchen aber auch eine gewisse Effizienz der Nährstoffe. Das muss auch funktionieren. Und funktionieren kann es zum Beispiel so. Mal einen gegriffenen Versuch mitgebracht. Klassische Sache, der Landwirt macht Mais und da kommen jetzt 2 Doppelzender DAP drunter, weil man es ja immer so gemacht hat. Wir arbeiten hier mit einem Hundertstel von der Nährstoffmenge direkt am Korn und sind effektiver, das sieht man an den Werten, über 3 Jahre. Und uns wird eine Technik vorenthalten und tot diskutiert, die im Rest der Welt schon Standard ist. Wir reden immer noch über Mikrogranulat. Ja, da haben wir vor 15 Jahren mal Versuche zugemacht. Das Thema ist erledigt, ist abgearbeitet. Wir wissen, dass wir es brauchen, wenn wir vernünftig mit Nährstoffen umgehen wollen. Aber hier sind wir noch effektiver,
weil wir unmittelbar gelöst ans Korn rankommen. Und dann sind wir bei der Bodenbewegung. Das ist auch ein Teil unserer ganzheitlichen Beratung. Ja, schon eine Bodenbewegung sieht anders aus. Und da bin ich dann mit meinen ökologischen Kunden immer so ein bisschen im Stress. Ja, wir brauchen ja den Flug, wir müssen ja wieder was parat machen, dass wir wieder weitermachen können. Nein, wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir das nicht brauchen. Es muss anders gehen. Es geht auch anders. So zum Beispiel. Kennt jeder. Striegel kann man auch geschickt mit Vorbearbeitungsgeräten einsetzen. Die Themen, die Sachen, die jetzt hier dran stehen, gehe ich gar nicht im Einzelnen drauf ein. Wichtig ist, dass wir hier eine minimale Bodenbewegung vornehmen. Dass wir das, was da unten so schön gewachsen ist, in Ruhe lassen. Dass wir die Tiere im Boden arbeiten lassen. Und dass wir die Gänge, die der Regenwurm produziert hat, nicht gleich wieder zerstören. Wenn so ein Gang ausgekleidet ist von einem Regenwurm, der hält 13 Jahre durch den Kleber, den er sich sozusagen an der Röhre anbackt, dann muss ich doch nicht zerstören. Und da waren wir eben schon bei dem Thema. Das ist genau mein Ding. Ja? Einmal auf ein Bild vom Grünland und einmal ein Bild aus einer Zwischenfrucht. Belebung. Ich brauche das aerobe Milieu. Und ich kann noch eine Ergänzung zu der Maus machen. Nehmen wir die Schnecke noch mit dabei. Schnecke und Maus lieben es anaerob. Also muss ich dafür sorgen, dass das Milieu aerob wird. Dann haben die nicht so viel Bock, sich da aufzuhalten und sich weiterzuentwickeln. Und das schaffe ich eben auch damit. Und ich habe es ein bisschen anders beschrieben. Wie tief muss ich denn? Ich sage immer, erstmal gehe ich mal 50 Mal mit der Sonde und gucke mal, wo meine Verdichtung ist. Und dann gehe ich an die Verdichtung ran und dann fahre ich genauso schnell, dass es im Hintern kribbelt und nicht mehr. Und dann passt es. Und das kann auf dem einen Schlag kann das 25 cm sein, auf dem anderen können es aber auch 30 oder 35 sein. Ja. Aber wenn ich dann die Leute da fahren sehe, nach der Ernte ohne Sinn und Verstand mit so, was der Schlepper hergibt, da zerstöre ich Boden mit. Da mache ich nicht Boden gut. So mal so ein Beispiel von einem Landwirt, der sich da so ein bisschen so einen Fackelzug zusammengebaut hat. Der hat also die Umsetzung CN-Verhältnis hatte dort noch nicht gepasst. Also haben wir gesagt, wir müssen das Stroh noch mal ein bisschen, wir brauchen jetzt beim Druschen nicht so drauf achten, wir tun es sowieso noch mal ein bisschen zerkleinern. Und da hat er sich diesen Fackelzug so zusammengebaut, dass er auch gleich hinten mit einsprühen kann. Der Rolf kennt das Bild. Das ist von unserem Zwischenfruchtfeldtag im letzten Herbst. Wenn ich dann mit so einem tiefen Lockerer gearbeitet habe, dann muss ich auch mal reingucken in den Boden, was ist denn passiert. Und da gibt es ja einen Blumenstrauß an Mischungen. Und die Mischung hier, die TG11, tolle Mischung, toll beworben, kostet die Hälfte wie die REC 3. Wenn ich mir aber mal angucke hier, wo die Wurzel hingekommen ist und wie viele das sind, oder hier, ja, dann hätte ich gerne die Mischung, die das Doppelte gekostet hat, weil sie wird garantiert mehr als das Doppelte bringen. Direktsaatsystem ist Strip-Till, ist schon angesprochen worden im vorherigen Vortrag. Entscheidend ist, was kommt dabei raus? Nicht nur der Ertrag ist entscheidend. Was spare ich an Wasser? Und das ist eine Studie, die ist 10 Jahre alt. Also die hat 10 Jahre gedauert und ist jetzt sogar schon älter als 10 Jahre. Und was kommt's? Das sind ja so die klassischen Dinge, die man immer so gezeigt bekommt. Das ist das Spannende. Das ist die spannende Folie. Mehr Kohlenstoff im Boden. Die Bakteriengesamtzahl ist erhöht, ohne dass ich da jetzt irgendwas zusätzlich gemacht habe. Fadenpilze sind mehr da. Regenwürmer. Und das Allerbeste, die Dehydrogenase-Aktivität, die ist so ein bisschen mittlerweile als Favorit für die biologische Bewertung eines Bodens ins Rennen geschoben wird, hat sich auch verbessert. Das gibt doch Mut. Das muss doch die Leute umtreiben, dass sie sich dahin entwickeln. Und das kann am Ende dabei rauskommen, dass wir uns dann trauen, direkt zu säen, wenn also bodentechnisch, chemisch, biologisch alles in Ordnung ist und ein Planting Green machen, beispielsweise. In diesem Betrieb zu der Zwischenfrucht kommen wir gleich noch, zu der Leistung, die da jetzt drunter steckt, ist das jetzt seit 2 Jahren, sind wir jetzt auf dem Weg zur Direkt. Wir haben aber vor 10 Jahren schon das erste Mal darüber diskutiert. Da haben wir gesagt, nein,
geht nicht, der Boden ist noch nicht so weit, wir können noch nicht anfangen. Wir sparen uns das Geld für die Maschine, wir setzen es jetzt lieber sinnvoll in die Analyse ein und gehen hin und bringen erstmal den Boden in Ordnung, so gut es geht. Und da gehört das Saatgut, natürlich Saatgutproduzent, mit dazu. Weil da geht es ja mit los, wie die Saat, so die Ernte. So, jeder kennt dieses Bild von irgendjemandem aus der Verwandtschaft oder aus der eigenen Familie. Wir brauchen einen optimalen Start von Anfang an. Das gilt auch fürs Saatkorn. Es gilt nicht nur fürs Kälbchen, fürs Ferkel oder fürs Kind, es gilt auch fürs Saatkorn. Also müssen wir so nah wie möglich ran mit dem, was ihm gut tut. Mit einer kleinen Zusatzgeschichte. Und dann kann das so aussehen. Da wird jetzt jeder Skeptiker sagen, ja, da hat er was gespritzt und da hat er nichts gespritzt. Pustekuchen. Das ist nur das behandelte Saatgut. Es hat einfach 3 Tage, 4 Tage länger durchgehalten. Und als Ergebnis ist dann das dabei rausgekommen. Interessant ist dabei, dass es auf 4 Standorten und 4 Klimaregionen gemacht worden. Und es kommt nicht nur heraus, dass wir mal einen Doppelzentner mehr ernten. Nein! Wir haben auch einen höheren Eiweißgehalt. Das heißt, kein Verdünnungseffekt. Das heißt, die Pflanze hat definitiv mehr Nährstoffe aufgenommen, weil sie von Anfang an durchstarten konnte. Und das ist uns wichtig. Und wenn wir dann bei Begrünungsmischungen sind, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Das, was da steht, hat der Timo eben alles schon gesagt. Wir hatten das Glück, dass Dietmar Näser und Friedrich Wenz uns da geholfen haben und praktisch für den konventionellen Bereich dasselbe Sortiment zusammengestellt haben, wie es bei Camea für den biologischen Bereich gibt, nur eben günstiger. Und das war so ein Sommer, wo auch jeder gesagt hat, oh, da kann man nichts machen. Ja, da braucht man keine Zwischenfrucht sehen. Und was ist daraus geworden? Akzeptable Zwischenfruchtmischung. Der Sommer 21, jeder hat ihn noch vor Augen. Bei uns war das halbe Dorf abgesoffen. Das ist Anfang September erst gesät. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Hier, das ist die Zwischenfrucht, wo eben der Schlepper durchgefahren ist. Mit unterschiedlichen Aussaatterminen noch. Mit der KW 24 sind wir vor der Gerstenernte gewesen, mit der KW 26 sind wir in der Gerstenernte gewesen. Und das Interessante sind eigentlich nur die oberen 2 oder eigentlich fast mittlerweile nur noch der obere für mich. Ja? Gut 3 Tonnen oder knapp 3 Tonnen Kohlenstoff in den Boden gebracht. Das ist doch geil. Entschuldigung, dass ich das so sage. Da kann ich mich immer wieder drüber freuen. Und jetzt kommen wir zur Vitalisierung und da kann ich schnell durchgehen, weil Timo eigentlich schon alles gesagt hat. Wir wollen erreichen, dass wir eine höhere Widerstandskraft gegen jegliche Stressbedingungen hinkriegen, weil die Pflanze sich dann selbst helfen kann. Und ob das Komposttee ist oder biologische Präparate, das muss jeder in sein Betriebssystem so reinfummeln, wie es für ihn passt. Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft dieser Vitalisierung. Das Potenzial sind 150-600% Leistungssteigerung, wenn ich vitalisiere. Alle denken über das Getreide nach, keiner fährt durch die Zwischenfrucht. Ja? Die Zwischenfrucht müsste ich eigentlich auch 4-5 Mal vitalisieren. Dann kann sie einfach besser arbeiten und mehr bringen für die Nachkultur. Ja? Und ich habe dann eine höhere Widerstandskraft gegen bodenbürtige Erreger. Denn das darf nicht passieren. Das hatten wir eben, das Mäuse- und Schneckenthema hatten wir schon. Fäulnis ist verboten. Rotte ist gewünscht. Jetzt ein kleiner Exkurs noch, wie wir das dann anstellen bei uns. Das ist also die Versuchsfläche vom letzten Jahr. Ich habe also unsere Saatgutabteilung hier auf diese kleine Fläche reduziert. Ich habe gesagt, wir brauchen nur noch ein paar Sorten, die neu sind. Den Rest kennen wir schon. Ich will Anwendungsversuche machen. Und wir haben also hier die Anwendungsversuche gestartet, die dann nachher so vom Design her aussehen. Wenn Sie sich das Bild einmal so rumdrehen, dann haben Sie es so vom Design. Da ist sind ökologische Varianten dabei, da ist ein klassischer Fungizidstandard dabei und da ist unser Evolution-Konzept in dem Falle nur 20% synthetischer Pflanzenschutzeinsatz. Und nur zur ersten Maßnahme, weil wir ein bisschen Angst hatten vor dem bodenbürtigen Schädling, sprich Halmbruchkrankheit, weil wir da noch nicht so richtig die Antwort drauf haben, wie wir das mit Bakteriencocktails in den Griff kriegen. Und dann kommt das Ergebnis dabei raus. Das kann sich doch sehen lassen. Das kann sich doch sehen lassen. Das ist das zweite Jahr mittlerweile. Also wir haben hier ohne alles, also ohne Stickstoff von außen unterstützt, schon
12 Doppelzentner mehr. Mit ein bisschen Stickstoff unterstützt immer noch 3 Doppelzentner mehr. Warum das hinten abfällt, hängt einfach damit zusammen, die Pflanzen waren zu sehr Stickstoff getrieben, obwohl es nur 120 N waren. Da ist dann noch ein kleiner Rost reingekommen. Aber das konnten wir gut verschmerzen, weil wir haben ja wesentlich weniger Geld ausgegeben. Das Ganze machen wir jetzt auch regenerativ. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, da ist das regenerative Feld. Das ist die Absicht, die wir haben. Das sind die Kulturen, die wir dort anbauen. Und da steht schon keine Fungizide, keine Insektizide, aber Komposttee. Keine Krankheit, keine Schädlinge. Nur Komposttee. Und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus. Das lässt sich doch schon sehen. Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil wir müssen an der Technik noch ein bisschen arbeiten. Wir arbeiten noch zu sehr mit herkömmlicher Technik. Kumulierter Ertragsvergleich über die Kulturen. Das sind beim Betrieb 500 Hektar und dagegen muss das regenerative Feld anstinken. Und das kann es. Wenn ich sehe 100%, 104, 97, 102, 99, dann ist das quasi statistisch kein Unterschied. Aber im Mittel schon jetzt 20% Stickstoff eingespart, weil die Bodenleistung verbessert worden ist. Und damit bin ich auch durch. Und danke allen Kollegen, Mitarbeitern, die, ich sag mal, für uns relativ hohen Aufwand an Versuchen mit uns betreiben, weil wir einfach so verrückt sind und immer wieder was Neues entdecken wollen und vielleicht auch das eine oder andere dann in die Landwirtschaft bringen wollen. Vielen, vielen Dank. Danke auch von unserer Seite. Eine Minute war es drüber, ne? Das ist kein Problem. Wir haben ja auch noch Zeit für Fragen. Und du hast ja auch gezeigt, wie viele unterschiedliche Dinge ihr gleichzeitig anschaut. Und das braucht natürlich schon Zeit. Ja. Das ist Teil unseres Konzeptes hier schon, dass wir die Vorträge in der Regel relativ kompakt halten. Aber ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also, ja, danke für den Vortrag. Mich interessieren die Bodenanalysen, weil ich für meine Bachelorarbeit die Untersuchung der Bodengesundheit quasi 2 Bodenanalysen berücksichtigt habe. Mhm. Und das eine war so ein Soil Balancing Ansatz von Lukas Kohl. Ja. Und das andere war die VD-Lufa-Untersuchung, die halt gemacht wurde. Und dann habe ich halt probiert, letzten Endes Arbeiten darüber zu finden, die das vergleichen. Und ich habe ehrlich gesagt nichts gefunden. Also die quasi wirklich wissenschaftlich untersuchen, zum Beispiel jetzt das mit der Magnesium-Calcium-Balance und solche Sachen. Und dann bin ich so drauf gestoßen, vor allem in den USA, die Praktiker machen das. Also ganz viele Praktiker und Berater wenden dieses System an, auch mit dem Soil Balancing, und die wissenschaftliche Fachliteratur hat aber noch nicht gefunden, dass das funktioniert und dass es diese Diskrepanz gibt. Und da ihr beides macht, interessiert mich also die Perspektive. Erstmal hast du recht. Danke für die kritische Anmerkung. Wir haben, das habe ich jetzt aber hier in dem Vortrag nicht mehr reingekriegt, wir haben mittlerweile validierte Ergebnisse, auch hier aus dem europäischen Raum, wo Systeme verglichen werden. Das ist aber sehr mühsam, weil da gibt es keine Forschungsgelder für. Das müssen dann Leute so ein bisschen so aus eigenem Antrieb machen. Und wir haben auch jetzt noch vor, da eventuell eine Promotion laufen zu lassen über die Daten, die die Kunden von uns freigeben. Ja, weil wir haben mittlerweile schon über die Jahre jetzt, wir sind 2007, sind wir angefangen, 2009 ging es so richtig los und ich sage mal, den richtigen Hype haben wir dann mit der regenerativen Bewegung bekommen. Ja, das muss man schon sagen, die haben uns da super unterstützt. Aber jetzt ist die Frage, was vergleiche ich? Du sprachst an Lukas Kohl. Der hat ein anderes Labor als das eigentliche Perry-Labor von Albrecht in Missouri. Da müsste ich schon wieder die Labore vergleichen. Wir machen es so, wir gehen das nur über akkreditierte, von Kinsey akkreditierte Berater weiter und haben ein Labor in Holland,
das mit 99,9%iger Übereinstimmung dieselben Ergebnisse liefert wie Perry in den USA. Wir hatten damals nämlich die Angst, wie der Trump dran war, dass der irgendwann sagt, kriegt einen schlecht morgens mit dem falschen Fuß auf und sagt so, organische Sachen über den Teich will ich jetzt keine mehr haben. Das heißt, wir können dann vielleicht keine Bodenproben mehr dahin schicken. Er hatte aber auch einen anderen Ansatz. Das hat einfach immer zu lange gedauert und war zu teuer, diese blöde Verschickung und, und. Und dann hatte das Labor praktisch geprüft und ist von Kinsey akkreditiert worden für dieselbe Sache. Also da sind wir schon mal safe. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt gibt es ja sehr viele, die nach Albrecht analysieren. Aber kaum einer macht Albrecht Kinsey, weil Kinsey ist ja praktisch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung obendrauf mit der Prioritätenliste. Was ist denn jetzt das Wichtigste, das ich als erstes tun muss? So, da gibt es also auch schon leichte Unterschiede. So, und den Vergleich Lufa zu Albrecht Kinsey, den kann man versuchen, wissenschaftlich anzustellen. Macht aber überhaupt keinen Sinn, weil Lufa rein, raus, fertig ist der kleine Klaus. Ja? Albrecht Kinsey, alle Nährstoffe werden ins Verhältnis zueinander gesetzt. Ja? So, und dann macht die Lufa den Fehler, dass sie das Ganze aufbaut auf Steigerungsversuchen. Da wurde Kali gesteigert, da wurde Phosphor gesteigert. Und wie das in den 70er Jahren nicht mehr zu steigern war, hat man gesagt, jetzt müssen wir Krumenvertiefung empfehlen. Also Leute müssen tiefer flügen, dann haben wir einen Verdünnungseffekt, können wir wieder mehr verkaufen. Das war diese Effektkrumenvertiefung, war der Treiber, war die Thomas-Düngerindustrie und die Kali und Salz AG. Einfach weil die Böden voll waren. Jetzt fragen wir uns doch mal, warum sind in den mitteldeutschen Bundesländern alles einheitliche Bewertungen der Lufa-Methode? Weil die schon ein bisschen mehr Verstand hatten damals. Ja, weil der Lehmboden in Mecklenburg-Vorpommern ist der gleiche wie der Lehmboden in Thüringen. Bei uns haben wir Diskrepanzen von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg. Da sind Schubkarren an Mengen Unterschiede, was zwischen C und was zwischen C dort und C dort angegeben wird. Warum? Völlig unbegründet. Das sind so die Dinge, die dabei dann auftauchen. Und ich gehe am Ende des Tages hin, wenn ich jetzt die alte Literatur mir betrachte und sage, Erfolg gibt Recht. Und wenn der Landwirt damit erfolgreicher ist, dann muss er es doch tun. Dann brauche ich mittlerweile so in meinem wissenschaftlichen Alltag den Beweis nicht mehr antreten. Dann bleibe ich bei dem erfolgreichen System. Und wir können ja auch fragen, hat sich da was verändert bei der Lufa, weil sich die Erträge eben so stark entwickelt haben? Haben die das angepasst? Die haben ja immer mal wieder diskutiert, dass sie irgendwelche Stufen rauf oder runter setzen wollen. Das brauchen wir bei Albrecht Kinsey nicht, weil wir haben eins festgestellt, nach der Wende, die neuen Bundesländer hatten alle ein viel niedrigeres zusätzliches Nährstoffniveau. Und den Mangel zu beheben, geht viel schneller, als den Überschuss wegzukriegen. Und da leiden jetzt die Betriebe in den alten Bundesländern drunter, dass viele total im Überschuss sind und den Boden noch gar nicht auf das Niveau bringen können, wo sie eigentlich hätten haben können. Das ist vielleicht nicht ganz die richtige Antwort, aber am Ende des Tages weiß ich es nicht. Und ich sage jetzt auch mal an der Stelle, ja, soll sich die Wissenschaft mit beschäftigen, soll sich aber erstmal abkoppeln von den Lufen und von der Industrie. Ich denke mal, in Soest hätte man, glaube ich, einen ganz guten Ansprechpartner. Die sind schon relativ weiter. Die probieren es jetzt auch, die gehen jetzt auch in die vergleichende Betrachtung auf dem Versuchsgut Merklingsen. In Kassel hat man auch schon mal Versuche gemacht, aber das sind Dinge, wir haben es ja gesehen an dem Reckfeld, wie lange das braucht, bis es reagiert. Das geht nicht in einem Jahr. Da müssen dann auch entsprechende Fördergelder da sein für 5 bis 10 Jahre. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren die Untersuchung der Ernteprodukte auf Inhaltsstoffe. Ich komme jetzt mehr aus dem Gemüsebau und ich habe nach wie vor, bin ich auf der Suche nach einem bezahlbaren Labor, was mir Untersuchungen macht über Inhaltsstoffe. Sind wir auch? Wir haben nur den kleinen Vorteil beim Getreide gehabt. Das haben wir immer alles nach Detmold geschickt, zum Getreideforschungsinstitut. Und ein Mitarbeiter
kennt dann wieder einen Mitarbeiter dort und die haben uns diese Untersuchungen, ich sage mal, zu erträglichen Kosten mitgemacht, weil wir das einfach aus dem Saatgutbereich heraus wissen wollten, was sich da tut und was da passiert. Aber vielleicht müsste man nochmal den Umweg gehen über die Studie. Das ist ja im Prinzip eine deutsche Studie gewesen, die dann über Holland veröffentlicht worden ist, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, mit den Rückgängen der Mineralstoffe in den unterschiedlichen Kulturen. Da kann ich Ihnen im Moment leider noch, die Adresse müsste ich Ihnen dann nachliefern. Müssen wir einfach mal eine Mail schicken und wir müssen mal recherchieren. Gerne. Ja. Also diese Papierchromatographie, die wir im ersten Vortrag gehört haben, die kann man natürlich auch anwenden auf die Früchte und was man halt erntet und hat dann eine gewisse Aussage über die Inhaltsstoffe. Ja, das ist dann auch ertragbar, also von den Kosten her relativ günstig. Du hast oft von der Industrie gesprochen. Also wie stark schätzt du da den langen Arm der Industrie ein, auch in der Vergangenheit? Oder siehst du da auch eine Wende aktuell, eine Emanzipation davon? Vielleicht auch im Sinne der regenerativen Landwirtschaft. Ändert sich da was? Kann sich da was ändern? Das ist jetzt, das ist schon sehr in die Glaskugel. Also ich sag mal so, ich sehe die Wende bei uns in NRW noch nicht. Ja, wir haben es dort mit Landwirtschaftskammern zu tun und die Kammern sind doch noch sehr politikhörig. Und wenn ich sehe, mit welcher Inbrunst und welchem Spaß die auf die Industrieveranstaltungen gehen und wir laden sie im Prinzip ständig ein und keiner kommt, dann sehe ich da die Wende noch nicht. Beim Rolf in Karlsruhe sehe ich das ganz anders. Ja, die sind so ein bisschen freier in ihrem Denken und da tut sich mehr. Also da, wo es anders aufgeteilt ist, ja, da tut sich was. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, der Lobbyismus der Industrie ist nach wie vor sehr, sehr groß. Und wenn Sie, ich sag mal, auf der übergeordneten Stelle nicht weiterkommen, dann gehen Sie in die Politik und da sehen wir ja, was da gerade wieder so alles passiert ist. Sind sie raus. Ja. Die kommen gar nicht mehr so oft. Die wissen, da können wir eh nicht mehr so viel verkaufen. Wir müssen nur mal den Spagat gehen, dass wir den konventionellen Landwirt, der eben noch nicht so weit ist wie wir hier alle, der noch nicht darüber nachgedacht hat, irgendwas anders zu machen, dass wir den nicht wegschieben, ja? Dass wir den nicht links liegen lassen. Das heißt, die Mittelchen müssen wir dem auch noch mit anbieten. Wir versuchen natürlich, ihn immer zu sensibilisieren. Aber ich sag mal, die Industrievertretung an sich, der Lobbyismus, hat beim Handel, zumindest bei uns, so wie wir arbeiten, die Hoffnung aufgegeben, da noch groß manipulativ tätig werden zu können. Aber im Großen und Ganzen bin ich da noch nicht so optimistisch. Ja, die letzte Frage. Ja, danke für den Vortrag. Also von meiner Seite aus, wir arbeiten schon 8 Jahre regenerativ jetzt mit Sven Snese. Ich sehe das mit der Analyse ein bisschen kritisch, also weil ich gehe andere Herangehensweise. Wir müssen viel stärker aus der Beobachtung wieder lernen, die Landwirte. Und was puffert uns die Biologie am Ende des Tages ab? Wie wirkt das ein auf das ganze System? Und wenn wir jetzt... Klar können wir zum Anfang die Analyse setzen, aber wir können auch viel beobachten und wo wir nicht mehr weiterkommen, dann die Analyse einzusetzen. Was läuft denn schief, ist meine Herangehensweise. Also ist ja legitim. Ja. Ich habe nur eine andere Erfahrung gemacht. Wir waren am Anfang auch total unsicher, wie ist es richtig? Und sind eigentlich erstmal zu den Betrieben auch hingegangen, wo wir gesagt haben, hier läuft es aber gar nicht gut. Können wir da mit der Bodenprobe vielleicht schon was erreichen? Und wenn wir dann da angefangen haben, dann haben wir auch ein bisschen was erreicht. Das war so der Optimismus, der sich dann entwickelt hat. Ich war auch, die ersten 5 Jahre war mir nicht klar, wie eng diese Bodenchemie, Veränderung, Bodenphysik, Bodenbiologie, wie eng das zusammenhängt. Ja? Dass man wirklich den Tieren da Luft zum Atmen geben muss. Und deswegen würde ich aus heutiger Sicht immer
sagen, bitte, bitte eine oder zwei Proben, Best Case, Worst Case Parzelle, ja, da wo es läuft, mache ich eine Probe und gucke, ob ich schon da am Optimum bin, und da wo es gar nicht läuft, mache ich aber auf jeden Fall eine Probe. Und dann muss ich ja nicht gleich alles umstellen, ich muss das Rad ja nicht neu erfinden, ich kann ja sagen, ich teste das jetzt erstmal selber aus bei mir auf einer Teilfläche. Und dann wird man Ergebnisse haben. Also und Punkt zwei, also ich finde es halt viel einfacher auch für die Betriebe anzufangen, wenn wir Richtung Vitalisierung denken, weil da haben wir einfache Maßnahmen, die jeder relativ leicht umsetzen kann und kann schon relativ große Wirkungen erzielen. Ja, da sind wir d'accord. Ja. Das ist das, was wir bei den Konventionellen, die sich so sperren gegen eine andere Analyse, sind wir das direkt am Probieren, dass wir sagen, so jetzt mal bitte bei der Maßnahme tust du mal das ausprobieren oder das und gucken, dass wir da weiterkommen.